Wir schreiben den 27. Oktober 2022 und für den einen oder anderen, der wird sich jetzt denken, hä, was ist das für ein Datum? Und ja, das ist das Datum, meine Damen und Herren, an dem etwas sehr, sehr Großes passiert ist. Und zwar ist das nämlich das Datum, wo unser Lieblingsfreund von uns allen, und das meine ich jetzt gar nicht mal abwertend, Elon Musk nämlich Twitter gekauft hat. Und zwar war das nämlich am 27. Oktober 2022, wie man hier sehen kann. Ist schon ganz schön lang her, um ehrlich zu sein. Und seit dieser kompletten Zeit ist schon ziemlich viel auf Twitter falsch gelaufen. Aber jetzt ist letztens ein Thema aufgekommen, wo ich mich gefragt habe, warum hat er die Plattform gekauft? Weil irgendwie macht es diese komplette Plattform irgendwie jetzt sinnlos, diese komplette Thematik. Also, nur zur Verständlichung. Wir reden dabei über Elon Musk, jemanden, der eigentlich sehr viel Erfahrung in dem kompletten Bereich hat und eigentlich wissen sollte, wie man so eine Plattform führt. Gut, das haben wir jetzt gesehen, das hat anscheinend jetzt nicht so gut geklappt, denn es hat halt jetzt auf Twitter jetzt eher sich verschlechtert über die komplette Zeit, aber okay, wie gesagt, Twitter war nach wie vor immer noch da und alles gut. Aber jetzt hat sich das geändert. Und nicht ins Positive. Twitter, wie wir es hier schon kennen, ist unsere Lieblingsplattform für alle Leute, die sich gerne mit Cancel Culture auseinandersetzen und so weiter und so fort. Aber hier unten sehen wir es schon. Wieso Elon Musk jetzt Twitter in X umbenennt? Kaum liegt Twitter am Boden, ändert Elon Musk das Logo erneut. Und da hat sich mir die Frage gestellt, what the fuck? Was ist da jetzt los? Was ist mit Twitter los an der Stelle? Denn für die Leute, die sich jetzt denken, hö, was ist denn da los? Es sieht nämlich folgendermaßen aus. Und zwar war es nämlich ab dem 24. Juli dann auch offiziell. Und zwar möchte nämlich Elon Musk nach insgesamt 17 Jahren mit unserer Lieblings-Cancel-Plattform Twitter es endlich schaffen oder endlich vollbringen, besser geführt, endlich vollführen, vollbringen, vorführen, keine Ahnung, nämlich dass Twitter ab sofort X heißt. Also keine Abkürzung, also das war's jetzt mit dem Namen, also das, also nur jetzt X, also jetzt nicht irgendwie jetzt so X und dann kommt noch so Man, dann so X-Man, Xtreme, X-Broadcast, irgendwie so, nein, auch wenn sich bis auf X-Man alles ziemlich scheiße angehört hat, nein, es ist noch schlimmer. Es ist wirklich nur X. Und das Ganze hat einen ziemlich inneren Grund eigentlich. Und zwar, damit ihr das Ganze verstehen könnt. Elon Musk hatte ja damals PayPal gehabt, bevor der das dann irgendwann dort so mit beiseite gelegt hat, sage ich mal, sein Business, was PayPal anging. Das war so, würde ich jetzt mal sagen, so mit das erste große Ding von Elon Musk. Und damals hieß PayPal schon X. Also zumindest wollte Elon Musk das Ganze schaffen, dass das Ganze X heißt. Und jetzt hat es Elon Musk auch geschafft, dass halt eine andere Plattform X heißt, und zwar jetzt nämlich Twitter. Und das ist auch nichts, was erst noch angekündigt wurde jetzt, sondern das kommt jetzt auch direkt. Also, wie gesagt, das Logo von Twitter, das ist jetzt schon neu. Also, wie gesagt, wenn wir hier nach X-Logo suchen, ist es zwar jetzt noch nicht so richtig ersichtlich, was jetzt das Logo von Twitter jetzt an der Stelle sein soll, aber anscheinend ist das jetzt hier das neue Logo von Twitter. Und wenn wir hier auch schon bei Twitter auf die Seite draufgehen, wie gesagt, hier kann man ja immer solche kleinen, ich nenne es jetzt mal Seitenlogos sehen praktisch, bei Twitter ist jetzt auch schon dieses X da. Das sieht ziemlich ähnlich aus zu dem X, was auch im Binärcode, das heißt nicht Binärcode, im Binärsystem, und ihr versteht auf jeden Fall, was ich meine, drin ist. Aber jetzt ist es anscheinend auch das Logo für Twitter. Aber mit dem Ganzen nicht genug, denn das Ganze wäre natürlich nicht so schön, wenn man nur das Logo ändern wollte. Und zwar hat nämlich Elon Musk jetzt noch einiges mehr vor an der Stelle. Und zwar möchte er nämlich noch Folgendes mit der kompletten Plattform machen. Und zwar nämlich Twitter in eine Alles-App bringen. Ja, er möchte nicht mehr, dass Twitter nur daraus besteht, yo, ich verschicke jetzt hier eine Message, ich tue jetzt den hier beleidigen. Was? Du hast ja ein Produkt von Nestle gekauft? Du erbarmungsloses Stück Scheiße. Nein, Twitter soll mehr werden als das. Twitter wird eine Everything-App. Hier steht nämlich wortwörtlich, sein Ziel für X ist es, oder halt, naja,
also es ist halt eigentlich nur X so. Sein Ziel für X ist es, es in eine Alles-App zu verbringen. Ich kann auch kein Deutsch mehr. Und zum Beispiel für Videos, Fotos, Nachrichten, Bezahlungen und andere Services. Auch wenn er jetzt nur ein paar Details gegeben hat. Für jetzt ist halt X.com immer noch Twitter.com. Auch wenn noch der blaue Vogel und die anderen Dinge von damals halt noch da sind. Aber ja, Twitter ist jetzt X.com. Und Elon Musk hat auch gesagt, X.com wird dann in Zukunft keinen Vogel mehr verwenden. Und ich habe einige Fragen an der Stelle, die ich mir selber stelle. Erstens, warum kaufst du dir eine Firma für 45 Milliarden oder so, wenn du sie eh komplett umänderst? Also das macht halt gar keinen Sinn. So, du kaufst dir ja die Firma, damit du praktisch schon die Brand Awareness behältst. Und dann sagst du dir so, ach komm, scheiß drauf. Ich mache einfach die Firma nochmal komplett neu so. Bro, dann hättest du dir auch komplett eine neue Firma gründen können. Weil eigentlich war ja der komplette Punkt von Twitter schon, warum das so viel gekostet hat. Weil Twitter halt schon so seinen Namen in der Szene aufgebaut hatte. Und jetzt hast du dir den Namen gekauft, oder auch nicht nur den Namen gekauft, die Firma halt gekauft, aber eigentlich effektiv gesehen den Namen und die Firma gekauft. Bloß um das alles jetzt auf einmal zu ändern? Aber okay, zweitens, es macht gar keinen Sinn, weil solche kompletten Dinge wie zum Beispiel einen Tweet, Retweet, alles mögliche, so diese kompletten Bezeichnungen fallen halt damit weg, weil Tweet und so ging halt darauf zurück, weil der Vogel tweetet halt praktisch, der zwitschert praktisch und jetzt gibt es ja keinen Vogel mehr auf der App oder Plattform generell und jetzt fallen die kompletten Begriffe wie Tweet und so weiter weg und genau dadurch macht eigentlich jetzt diese komplette Reputation macht das noch mehr kaputt und vor allen Dingen, wenn man jetzt, es gibt jetzt halt übelst viele veraltete Artikel diesbezüglich, das ist auch richtig Shit und zweitens, oder drittens besser gesagt, es ist zwar eine Alles-App, aber Bro, ein Problem gibt es da nämlich. X-Video. Versteht nicht, was ich meine? Okay, das ist schon mal sehr gut. Denn, wie gesagt, wenn man mit anderen Brands zusammenarbeitet, tut man natürlich ein bisschen jetzt erstmal an der Stelle dann gucken, yo, wie seriös ist die jeweils andere Plattform? Und jetzt kommt nämlich die große Frage. Elon Musk hat ja gesagt, es wird eine Alles-App. Auch für Videos. Es heißt X und deswegen kann man ja vielleicht darauf schließen, dass man mit dem Namen X dann auf dieses Hub kommt, dann von der App praktisch und dann gibt man zum Beispiel, kommt man dann für Videos auf X-Video, auf X-Fotos, auf X-Messaging, auf X-Payments und so weiter und so fort. Die Sache hat bloß einen Haken. Ich zeige euch mal, was passiert, wenn man X-Video eingibt. Das hier, meine Damen und Herren, X-Video ist, wie soll ich es umschreiben, hat was mit Pornos zu tun, sagen wir es so, hat was mit dem hier zu tun. Leute, das ist nicht gut, das ist absolut nicht gut, wenn eine so eine große Plattform wie Twitter jetzt auf einmal automatisch von vielen Leuten, die es vielleicht nicht besser wissen, mit dem hier in Verbindung gebracht wird. Das ist nicht gut. Und diese komplette Scheiße, es ist einfach schlecht. Ich meine, wenn du mit einer anderen Firma zusammenarbeitest, Bro, irgendwie musst du ja auch ein bisschen seriös wirken, wenn du sagst, ja, wir sind X. Also X-Video, nee, wir haben jetzt keine Pornos, aber man könnte es denken, Bro, das kommt nicht gut. Aber okay, denn, naja, das ist eigentlich das ganz große Problem an der Stelle. Ich meine, ich frage mich jetzt erstmal an der Stelle, was hätte sich jetzt hier Nicolas Musk gedacht an der Stelle, wenn er gesehen hätte, was Musk an der Stelle getan hat. Wenn ihr übrigens nicht weiß, wer Nicolas Musk ist, das habe ich extra mal nachgeschaut, das ist anscheinend der älteste Vorfahr, den man noch von Elon Musk finden kann. Der hat von 1535 bis 1609 gelebt. Nur so, als kleine Seiteninfo an der Stelle. Ich wollte es euch ja bloß mal gesagt haben. Aber, was eigentlich jetzt wirklich noch viel heftiger ist, ist eigentlich die Stelle, dass die höchstwahrscheinlich damit durchkommen können. Ich meine, irgendwie hat ja jetzt auch Dingsbums,
also der komische Typ, wo viele sagen, das wäre eine AI. Wie heißt der? Mark Zuckerberg, stimmt, den meine ich. Der hat ja letztens auch angekündigt, dass er irgendwie auch eine neue Messaging-App haben wird und die gibt's auch irgendwie schon. Ich habe, um ehrlich zu sein, auch schon wieder den Namen vergessen. Aber ist auch gar nicht schlimm, denn die App ist schon nach 2 Wochen gestorben. Und das sagt einfach oder zeigt einfach mal wieder, yo, irgendwie Mark Zuckerberg, alles was der jetzt noch anfasst, verreckt eh. Und deswegen wird X damit oder Twitter, besser gesagt, damit auch noch durchkommen. Und jetzt würde ich mich an der Stelle einfach mal interessieren. Jo Leute, was ist eure Meinung dazu? Findet ihr das hier mit X jetzt eigentlich ganz steil? Ganz steil. Dass ihr, wenn ihr jetzt X einfach eingebt, X-Video, ihr auf einmal, keine Ahnung, wunderschön hier solche Dinge hier zu sehen bekommt. Übrigens, ich bin extra oben in der Google-Anzeige gekommen. Also hier unten kann man schon erahnen, hier wird es jetzt nicht gerade eben besser. Aber okay, nur so zur Info. Deswegen Leute, schreibt mir jetzt gerne eine Runde in die Kommentare, lasst gerne ein Like und ein Abo hier auf dem Channel da, um nichts mehr in der Zukunft zu verpassen. Und ich würde sagen, checkt gerne die anderen Videos hier auf dem Channel aus, checkt gerne meine Livestreams aus. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein, bis dahin und ciao ciao an der Stelle. Ich wollte bloß mal schnell dieses Video hier noch an der Stelle machen.